Einen kleinen Moment bitte. Sie können Ihr Gespräch gleich weiterführen. Jo. Hallo Julia, servus. Hallo. Servus, hallo. Grüß dich. Gratulation, unglaublich. Ja, danke. Echt, wir sind völlig von den Socken. Du, ich glaube, ja, 10.013 Leute. Ja, ich selber habe ich dir gehabt können. Das musst du erzählen, wie war denn das? Naja, am Anfang bin ich ja die ersten 20 Kilometer von der Special Stage bin ich hinterm Chris nachgefahren. Ja. Der war aber dann doch schneller wie ich, vor allem ich habe dann immer geschaut, dass ich halt wirklich mit navigiere, dass ich das auch check. Und okay. Irgendwann war er dann aus dem Sichtfeld weg. Dann sind auch die schon von hinten gekommen. Also der ab und zu ist halt dann wer vorbeizischt. So ein Martin von Dien oder so, zum Beispiel. Okay. Ja, aber ich habe es geschafft. Ich bin bis ins Ziel gekommen und ich habe mich nicht vernavigiert. Ich meine, es waren ja nur 90 Kilometer. Aber ich war hin. Du, ich hab gelesen, dass du mit dem Fesch-Fesch-Sand Bekanntschaft gemacht hast. Ja, es ist so geil. Jeder sagt, oh, das ist scheiße. Das war wirklich scheiße. Was macht denn so besonders? Du fährst eine und es ist einfach nur sautief und du hast überall schon die Spuren gehabt, also ich zumindest, weil ich ja ziemlich am Schluss war. Und dann waren überall schon die Spuren durch und ziemlich eng, aber das war halt wie eine normale Straße, nur halt mit einem echt tiefen Sand. Und der war so schwer irgendwie. Du hast nicht das durchfahren können, sondern es war halt, ja, es war schwerer Sand irgendwie teilweise. Und das Gleiche wiederum so extrem war, also ja, komisch einfach. Ja, aber du hast es geschafft, das ist sehr genial. Ja, ich bin zwar zweimal gelegen, also dort in diesem Fisch. Ja. Und wie gefällt es dir sonst? Aber sonst war eh kein Problem. Bis jetzt. Ja. Es war ja fast nur Straßen heute, also von daher. Wie ist denn das Wetter? Warm ist was anderes, aber ja, es ist sagen wir so, ich bin zum Ertragen. Ja. Es ist nicht so, dass ich sage, boah, in der Früh. Wie ist die Stimmung im Fahrerlager? Aber ist gut. Also ich hätte jetzt nichts gemerkt, dass es nicht gut ist. Also mit einem Wort, du fühlst dich rundum wohl mit einem Wort. Ja, ich habe gerade ein Eurosport-Interview gegeben. Das ist fein. Du, möchtest du den Leuten noch was mitteilen? Den Leuten? Naja, ja. Mir geht's gut. Das ist fein. Okay. Ich habe überlebt, die erste Etappe. Yeah. Ja, wir sind wahnsinnig stolz, wirklich. Du, dann wünschen wir da eine gute Nacht heute noch. Ruh dich aus für morgen. Ja, danke. Und viel Spaß morgen. Und wenn es am Abend geht, hören wir uns vielleicht wieder. Ist gut. Alles klar. Dann Gruß an alle. Ciao. Gut, Rutsch, gell? Wir hören uns danke, ebenfalls. Ja. Alles klar. Gut. Ciao. Dann. Tschüss.